Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von SRF 1. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, besuchen uns zweimal die Woche Studenten aus der Pädagogischen Hochschule aus Linz. Wir haben sie an ihren Praxistagen besucht. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Mir gefällt sie sehr gut. Vor allem die Landschaft und so, wo man vom Parkplatz herkommt, ist auch voll cool und voll cool gestaltet, muss man sagen. Und so die Gemeinschaft, man merkt, dass eine richtige Gemeinschaft zwischen den Lehrern herrscht und es ist ein freundlicher Umgang, auch zwischen Student und Lehrer, und man wird auch eher wie ein Lehrer behandelt. Und auch von den Schülern wird man schon so frei angenommen und wird auch mit Frau Fachlehrer angesprochen. Und so auch das Klima und so gefällt mir ja wirklich sehr gut. Warum haben Sie gerade IPS gewählt? Wir haben IPS nicht gewählt. Wir konnten unseren Monat abschreiben und wurden dann einer Schule in der Nähe zugeteilt. Von wo kommen Sie? Ich komme aus Böchlern. Welche Fächer unterrichten Sie? Mathematik und Geschichte. Haben Sie schon in anderen Schulen praktische Erfahrung gemacht? Wenn ja, wo? Im ersten Semester durften wir in der Praxishauptschule bei uns in Linz unterrichten. Und zwar mehrere Klassen haben wir unterrichtet. Wie lange muss man studieren, damit man Lehrer werden kann? Wir studieren ja auf Hauptschullehramt und wir studieren insgesamt 6 Semester lang. Wie kommen Sie mit den Schülern zurecht? Ganz gut, würde ich sagen. Also bis jetzt war es immer relativ ruhig und angenehm zu arbeiten. Also das passt schon. Warum wollen Sie Lehrer werden? Mein erster Hauptgrund war, dass ich in der Hauptschule und auch in der Oberstufe in Mathematik einen sehr netten Lehrer gehabt habe und auch eine nette Lehrerin. Und die hat uns eigentlich Mathematik immer als Spaßfach beigebracht und es war immer recht lustig und witzig und wir haben auch viel gelernt. Und ich wollte das eigentlich auch immer machen, dass ich den Schülern beim Mathematikunterricht irgendwie ein bisschen versuche, Spaß einzubringen, weil Mathematik ja nicht unbedingt immer das Lieblingsfach für die Schüler ist. Und da möchte ich auch versuchen, wirklich engagiert mitzuarbeiten und auch versuchen, dass es einen näher bringt und einen was beibringt. Ist Lehrer Ihr Traumberuf? Im Prinzip ja, also seit dem 16. Lebensjahr habe ich entschlossen, dass ich Lehrer werden will. Welche Ziele haben Sie sich vorgenommen? Also ich habe mir vorgenommen, jetzt zumindest für das zweite Semester, wo ich da in IPS bin, vieles mitzunehmen, was uns unser Praxislehrer sagt und was er uns kritisiert, welche Ratschläge er uns gibt, dass ich mir das gut zu Herzen nehme und dann besser machen kann. Welche Aufgaben als Praxislehrer haben Sie? Viele. Wir sind so das Bindeglied zwischen der Hochschule, den Praxislehrern und den Studierenden. Wir müssen sie mit Rat und Tat betreuen, also wir müssen pädagogische Ätzes geben. Wir müssen die Vorbereitungen anschauen, Tipps und Tricks geben und dann auch in letzter Konsequenz auch beurteilen. So am Ende des Semesters. Mit Absprache mit den Praxislehrern. Wie viele Studenten betreuen Sie insgesamt? Viel zu viele. Wir haben Gott sei Dank oder leider im Moment sehr viele Studenten, Studierende, die alle Lehrer werden wollen. Unsere Hochschule platzt da aus allen Nähten und dasselbe Problem. Wie machen sich Ihre Studenten? Sehr gut. Sehr gut, ja. Wie findest du den Unterricht mit den Studenten? Weil sie den Unterricht sehr gut und schön gestalten und sie sind sehr lustig. Ist der Unterricht mit den Studenten eine besondere Stunde für dich? Ja, weil es mal eine Abwechslung ist zwischen den anderen Stunden. Erklären die Studenten alles so, damit ihr es versteht? Ja, die Studenten erklären die Fragen so, dass sich nachher alle Kinder auskennen. Was vermisst du bei dem Unterricht? Eigentlich gar nichts.
Danke für das Gespräch. In unserer Serie Gesunde Ernährung geht es heute um Süßigkeiten. Heute möchten wir wieder zwei Lebensmittel genau unter die Lupe nehmen. Das sind zum einen die Milchschnitte und das Fruchtjoghurt. Die Milchschnitte wird von vielen Mitschülern als Snack für zwischendurch gegessen. Wusstest du, dass in einem Stück Milchschnitte 3 Würfel Zucker enthalten sind? Um den Kalziumgehalt von einem Glas Milch zu erhalten, müsstest du 17 Milchschnitten essen. Jedoch würdest du hierbei 2000 Kalorien zu dir nehmen. Zum Vergleich, ein Glas Milch hat lediglich 130 Kalorien. Nun zum Fruchtjoghurt. Wusstest du eigentlich, dass in einem 180 Gramm Becher Fruchtjoghurt 10 Stück Würfelzucker enthalten sind? Um diesen enormen Zuckergehalt zu entweichen, kauf dir lieber einen Naturjoghurt und vermische es mit frischem Obst. So kannst du künstlichen Aromen und Farbstoffen entkommen. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!